Hallo Leute, hier ist wieder euer David und heute machen wir Schnürsenkel. Und was daran so besonders ist, ist, dass der Stoffschlauch, also der Schnürsenkel, sogar gewendet wird. Ja, jetzt werden viele von euch bestimmt denken, ach nö, das ist doch voll die blöde Fummelei. Darauf kann ich nur sagen, nein, ist nicht so. Wieso ich sage, dass man das kinderleicht wenden kann und was ein Strohhalm damit zu tun hat, das werde ich euch in diesem Do-It-Yourself-Tutorial erklären. Also, als erstes nimmst du dir die Schnürsenkel von deinem Schuh und wir messen erst einmal die Länge davon. Unser Schnürsenkel ist ca. 83 cm lang. Also, man merke sich die Länge des Originalschnürsenkels und nimmt sich seinen Stoff und legt diesen doppelt. Jetzt nimmst du dir die Länge des Schnürsenkels und teilst diesen durch 2. Also bei uns wären das 83 cm geteilt durch 2 gleich 41,5 cm. Also messen wir schon mal eine Breite von 4 cm, denn so breit muss unser Stoff Rechteck sein. Dann messen wir bei 41,5 cm und schneiden aus. Danach habt ihr so einen Streifen mit der Länge eures Schnürsenkels und 4 cm Breite. Das Ganze machst du jetzt natürlich nochmal für den zweiten Schuh. Nun faltest du den Streifen in der Mitte rechts auf rechts und bügelst drüber. Jetzt schützen wir das Ganze noch vor dem Ausransen. Hier verketteln wir entweder bei der Nähmaschine mit einer Zickzacknaht oder wie hier direkt mit einer Overlock. Falls du jetzt mit einer Nähmaschine verkettelt hast, musst du nochmal mit einer geraden Naht nähen, direkt neben der Zickzacknaht, also ca. 5 mm vom Rand weg. Jetzt schnappst du dir einen relativ reißfesten Faden, legst diesen am besten noch doppelt und dieser Faden muss etwas länger sein als dein Schnürsenkel, also sollte der so ca. 5 bis 10 cm drüber liegen. Dann nimmst du deine Nähnadel, steckst den Faden durch das Nadelöhr und nähst einmal oben durch den Rand. So, einmal durch den Rand, wie man hier schön sehen kann. Jetzt das Ganze noch festbinden mit 1 bis 2 Knoten. Ja, jetzt schnappst du dir eine Stricknadel oder ähnliches und bindest das andere Ende des Fadens an die Stricknadel. Nun schiebst du die Stricknadel oben an der Seite durch den Schlauch, wo wir den Faden eben befestigt haben. So, nun ist der Faden im Schlauch und das eine Ende guckt noch ein bisschen unten raus. Jetzt kommt der Strohhalm zum Einsatz. Du stülpst den Schlauch ein wenig zurück, so dass der Faden mehr zu sehen ist. Und den Faden führst du durch den Strohhalm. Sobald der Faden einmal durch den Strohhalm ist, kannst du den Strohhalm in den Stoffschlauch stecken. Aber achte darauf, dass der Faden nicht mit reingezogen wird. Nun siehst du, dass der Strohhalm am anderen Ende des Stoffschlauches ist.
Du drückst den Strohhalm wieder einen halben Zentimeter rein und drückst mit deiner Stricknadel das Ende des Stoffschlauches ein wenig in den Strohhalm. So, jetzt kommt der eigentliche Strohhalmtrick. Du ziehst jetzt leicht unten an deinen Faden und oben drückst du immer etwas Stoff nach. Dann wirst du merken, dass der Stoff weiter in den Strohhalm hineingeht. Sobald du den Strohhalm wieder siehst, kannst du auch anfangen, an dem zu ziehen. So, dann noch den überschüssigen Faden abschneiden und fertig, gewendet. Das Ganze machst du jetzt natürlich dann auch noch mit dem zweiten Schnürsenkel. Danach kannst du jetzt nochmal deine beiden Schnürsenkel glatt bügeln. So, die Enden von den beiden Schnürsenkeln falten wir ca. 1 cm um und nähen dann mit einer Zickzacknaht fest. Dann einmal in die Schuhe einschnüren und fertig sind deine Schnürsenkel. So, ja, vielen Dank, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Trick dabei zeigen. Ich meine, ist ja auch eine tolle Sache, was man alles mit so einem Strohhalm machen kann. Diesen Trick kannst du ja praktisch überall anwenden. Zum Beispiel bei Trägern für Tops oder für Kapuzen als Kordel und so weiter. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, denn da wird es auch wieder was Tolles geben. Sei gespannt. Also bis dahin, euer David.